Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Tag-Video. Ich wurde von Stanleys Filmzimmer, Dankeschön lieber Robert, getaggt für den fucking Freaks-Tag. Und ja, alles Nötige findet ihr unten in der Infobox, also die Fragen, Timecodes, wer mich getaggt hat, also Stanleys Filmzimmer, den Link zu seinem Kanal etc. pp. Alles, was ihr wissen müsst dazu. In die Infobox einfach mal reinschauen und ich möchte die Einleitung nicht unnötig in die Länge ziehen, denn das Video wird nämlich richtig schön lang werden. Und ja, ich wünsche euch nun viel Spaß mit meinen Antworten zum fucking Freakstack. So, kommen wir also nun zur ersten Frage, die da lautet: Geht's dir noch gut? Welcher Film hat dir ein unwohliges Gefühl gegeben? Wahrscheinlich unwohles Gefühl, weil unwohliges gibt's nicht, aber ist egal. Ich weiß, was gemeint ist. Ja, welcher Film? Da fällt mir eigentlich sofort Bloodsucking Freaks ein von 1967 aus den USA. Ja, ich habe nebenbei noch eine Datenbank auf, sonst würde ich das nicht mehr zusammenkriegen. Das war mit einer der ersten Splatter-Filme, wenn ich mich noch so recht dran erinnern kann. Und das war für mich damals, wie auch heute, starker Tobak. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so eklig, weil ich habe ja inzwischen schon einige Filme verkraftet, könnte man sagen. Und aber dieses Werk, in Anführungszeichen, war so skurril, um mal ein Beispiel zu geben, da werden Leuten die Köpfe aufgebohrt und das findet alles irgendwie, wenn ich das noch recht zusammenbekomme, die Handlung auf einer Showbühne, also Theater, statt. Und die Zuschauer klatschen und klatschen, denken, das ist alles Show da draußen, aber es werden wirklich halt auf der Bühne Leute umgebracht, die Füße abgesägt und das wird als Zaubertrick verkauft und die schreien da und das Publikum denkt, das ist alles gespielt. Dabei ist das echt. Also ich meine, dass es Bloodsucking Freaks war. Und ja, ich finde jetzt nicht unbedingt viel im Internet dazu, aber ich denke, das war der Film und absolut nein. Wow. Da ging es mir richtig dreckig schon, während ich den Film geschaut hatte. Und ich glaube, auch aus heutiger Sicht würde es mir nicht besonders gut bekommen, den zu schauen. Den finde ich ziemlich, ja, abstoßend, könnte man schon sagen. Das wäre meine Antwort zu der Frage. Ja, und weiter geht es mit Frage Nummer 2. Und das schiebe ich mal kurz hier hoch. So, ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Wie stehst du zu... Wen? Aronofsky, Reffen oder von Trier-Filmen, die etwas künstlerischen Arthouse-Flair haben? Etwas künstlerisches Arthouse-Flair. Ja, ich habe Darren Aronofsky mal gegoogelt, weil der Name sagt mir jetzt nicht besonders viel. Ich habe es nicht so mit Regisseuren und Namen. Und ja, der hat unter anderem Filme gemacht, ich nenne jetzt nur die, die mir was sagen, wie 2008 der Wrestler, also The Wrestler, dann Black Swan 2010, 2014 Noah, 2017 Mother. Ja, und das war's dann mit den Filmen, die ich von ihm kenne. Die anderen kenne ich nur vom Hören, Sagen, Namen vorlesen. Und die Filme, die ich gerade vorgelesen habe, da ist mir noch am ehesten The Wrestler im Gedächtnis geblieben. Und was war hier noch? Noah war der mit Emma Watson. Ja, The Wrestler fand ich eigentlich ganz gut. Kann ich absolut nichts Schlechtes zu sagen. Mir ist aber jetzt nicht mehr so sonderlich viel im Gedächtnis geblieben. Aber ich weiß noch, wenn ich mich so dran erinnere, dass ich den eigentlich ziemlich gut fand. Er war ein bisschen depressiv, aber dieser Blick hinter die Kulissen von dem Wrestler, das war schon richtig cool gemacht. Bei Noah würde ich sagen, nette Unterhaltung, ist fast nichts hängen geblieben. Aber das sind so die relevantesten. Ach ja, Mother kenne ich auch noch, stimmt, von 2017. Ja, gesehen, ich weiß, worum es geht. Ich habe mich vorher informiert, was das ist, was man da zu sehen bekommt. Aber es war absolut nicht meins. Und ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß es nicht. Das wäre es erstmal zu Darren Aronofsky. Und jetzt müsste ich erstmal kurz googeln bei den anderen. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Regisseur. Das ist ja Nicholas Winding Refn, wenn man den so richtig ausspricht, hoffentlich. Ja, der gute Mann hat natürlich auch ein paar Filme gemacht.
von denen ich nicht sonderlich viele kenne. Ja, so viele waren es auch nicht, die er gemacht hat. Und zwar, mir sind bekannt Drive von 2011, Only God Forgives, habe ich schon mal was so von gehört. Habe ich vielleicht auch mal reingeguckt, das von 2013 und The Neon Demon von 2016. Drive, muss ich sagen, hat mir eigentlich recht gut gefallen, bis auf das Ende. Das war mir dann zu blödsinnig, ja, meine Meinung. Und The Neon Demon habe ich mir viel erhofft. Der Film hat mich aber sehr enttäuscht. Und somit kann ich da auch nicht viel sonderlich Gutes an dem Film lassen, weil er hat mich halt auf ganzer Linie vollkommen enttäuscht. Und was soll ich da noch großartig zu sagen? Ja, ganz nett. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt genau darauf achten, dass es demnächst einen Film gibt von Herrn Reffen, wo ich sage, ey, cool, da gucke ich mir jetzt alle Filme noch an, die da von dem kommen. Man hat es gehört, man hat es gesehen, aber gehört jetzt keiner zu meinen persönlichen Favoriten, ja, die er da so gemacht hat, dazu. Ja, dann kommen wir noch zum nächsten und das sind die Lars von Trier-Filme. Ja, Lars von Trier, da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr gesehen und ich habe auch ein paar Filme, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in meiner Sammlung. Egal. Wikipedia hilft mir und zwar sagt mir Wikipedia, dass ich gesehen habe von ihm, ui, Antichrist von 2009, ist absolut nichts hängen geblieben, außer eine sexuelle Szene irgendwo an einem Baum und dann, ja, spielen mir meine Gedanken schon einen Streich. Melancholia von 2011 mit Kirsten Dunst habe ich gesehen, fand ich ziemlich skurril, aber nicht so, dass ich sagen würde, abstoßend, aber auch nicht so, dass ich dafür horrende Summen bezahlen würde, um den mit in meine Sammlung aufzunehmen. Ich habe ihn gesehen. Das reicht mir einmal. Ich müsste den jetzt dieses Jahr nicht unbedingt nochmal gucken. Ist nicht so mein Ding. Dann war noch Nymphomaniac, ja, Volume 1 und 2, ich weiß jetzt nicht, die kamen, glaube ich, gleichzeitig raus, wenn mich nicht alles täuscht, von 2013 übrigens. Den habe ich sogar in meiner Sammlung. Ist skurril, ist abstoßend, ist faszinierend, ist merkwürdig. Es hat irgendwas, ihr merkt schon, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Einerseits würde ich sagen, interessant, andererseits, eieiei, um Jottes Willen, du. Ist aber ein Film, den ich glaube ich zweimal schon gesehen habe, also nicht hintereinander, zweimal angeschaut habe und ich würde ihn jetzt nicht wieder aus meiner Sammlung raustun, aus, ja, wahrscheinlich einigen Gründen. Es ist schockierend, es ist mal was anderes, Erotik mag ich ja, gut, Erotik, Nymphomaniac, ja, ihr wisst so ungefähr, was ich meine, aber, irgendwas hat mich da gefesselt an dem Film. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen, warum, wieso, weshalb, was genau. Es sind auch viele Szenen, wo ich wirklich vorspulen musste, weil ich konnte es nicht ertragen. Ich sag nur Stichwort Abtreibung. Nee, boah. Das sind Sachen dabei. Ich muss den Film ja nicht von hinten bis vorne jede Sekunde mögen, aber es ist ein Film, den ich mir durchaus nochmal anschauen könnte. Dann hat er ja 2018 The House That Jack Built, ja, genau, gemacht und den habe ich noch nicht gesehen. Soll auch sehr kontrovers, widerlich und was auch immer sein. Und ich bin etwas interessiert, so was man da so gesehen hat an Form von Trailern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der dann mit in meine Sammlung wandern würde. Irgendwann, wenn ich mal viel Zeit und Lust darauf habe, würde ich mir den eventuell auch noch anschauen und dann wäre das dann ja der zweite Film, den ich in meiner Sammlung habe von Lars von Trier, dem Regisseur. Ja. So, weiter geht's. Dann schiebt man das Ganze mal ein bisschen nach oben. Oh je, ja, okay. Harte Kost. Zeig uns deinen härtesten, brutalsten oder kontroversesten Film aus deiner Sammlung und stelle ihn kurz vor. Ja, und nachdem ich nun lange hin und her überlegt habe und vor meinem Regal auf und abgerannt bin, habe ich mir ein paar kontroverse Filmchen rausgesucht. Ich werde hier an entsprechender Stelle immer mal das Frontcover einblenden.
Denn die Rückseiten, ich glaube, da wird YouTube mir dann ordentlich einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hoffe, dass zumindest die Frontcover zeigbar sind, in Anführungszeichen. Und was jetzt kontrovers, brutal oder hart ist, ist ganz subjektiv betrachtet meine Meinung. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich eine andere haben, ist ganz klar. Aber es gibt halt auch Filme in meiner Sammlung, wo ja nur einige wenige Minuten hart und brutal sind und der Rest ist übertrieben gesagt der reinste Kindergeburtstag. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt den kompletten Film als den härtesten, in Anführungszeichen, Film für mich aus meiner Sammlung dann da zuordnen. Das ist sehr schwierig. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange einfach mal an, das Ganze hier hoffentlich ordentlich einzublenden. Ja, als nächstes geht es nicht nur um einen Film, sondern um gleich drei. Und zwar um die 50 Shades Filme. Und ich werde es versuchen, jetzt mal grob zusammenzufassen. Ja, es geht um einen Mann, der, ja, Mr. Grey, ja, und der hat ziemlich viele Probleme in seiner Kindheit gehabt, wurde auch schlecht behandelt von seiner Mutter etc. Das wurde in den Filmen nicht ganz so stark ausgeführt wie in den Büchern, habe ich mir sagen lassen. Ich habe die Bücher selbst nicht gelesen, weil ich kein großer Bücherleser-Fan bin, so, aber ich habe mit jemandem gesprochen, der sich die komplett durchgelesen hat. Und er hat mir das auch so vermittelt. Und ja, wie gesagt, dieser Mann hat halt diverse Probleme. Und aufgrund dieser schlechten Erfahrung in seiner Vergangenheit ist er auch ziemlich gewalttätig geworden in gewisser Art und Weise. Und er hat eine Mentorin gefunden, die ihm beigebracht hat, wie er sich ja, gezügelt, kanalisiert, in gewissen Schüben einer Richtung hingeben kann, nämlich dem Bondage SM, um halt seine Wut, Aggression, sein Verlangen, alles, seine Sehnsüchte, alles da rein zu kanalisieren, um halt nicht total auszurasten, um es mal deutsch zu sagen. Und das ist natürlich von der Gesellschaft nicht besonders anerkannt. Er hat auch einen gewissen Ruf zu verlieren in der Gesellschaft. Er hat eine gewisse Stellung, das entsprechende Vermögen natürlich dazu. Und er ist auf der Suche nach einer Lebenspartnerin, also für längere Zeit, ne? Und diejenigen Frauen, die an seiner Seite waren, kann er eigentlich nur ruhig stellen mit Verträgen, mit Knebelverträgen, Wortspiel. Aber mit diesen Verträgen, dass sein Ruf nicht geschädigt wird nach außen hin, sonst verklagt er die und und. Und er sucht eben eine Frau, die länger als nur eine Nacht, einen Monat oder wie auch immer an seiner Seite ist. Und mit Anastasia findet er die passende Partnerin. Das wird dann langsam aufgebaut, diese Liebesgeschichte, die sich dahinter verbirgt, so ganz unscheinbar. Und sie ändert auch seine Persönlichkeit im Verlauf der Filme in gewissermaßen. Sie krempelt ihn jetzt nicht total auf links, ja, aber sie schafft es, sein Wesen so weit zu verändern, dass er auch Zugeständnisse machen kann, dass er Dinge machen kann, die für andere normal sind. Und sich normaler verhält als Mensch, ja, und nicht so, ja, sich abkapselt und zurückzieht. Und das ist eben so der ganze Knackpunkt hinter der Geschichte. Er hat ein dunkles Geheimnis, das sollte die Öffentlichkeit nicht erfahren. Und er sucht jemanden, dem er das anvertrauen kann, der damit umgehen kann, der ihm dabei hilft, dieses dunkle Geheimnis, ja, mit ihm zusammen entweder auszuleben, zu reduzieren, weil es ja, wie gesagt, immer ein Risiko für ihn ist, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und vielleicht auch eine andere Sichtweise zu bekommen in das Leben, dass es für ihn lebenswerter wird, ja, so ganz grob gesagt, ja. Das sind so die 50 Shades Filme und die sind deshalb kontrovers, weil halt das Thema Bondage SM ist ja nicht besonders in der Gesellschaft anerkannt. Es gibt vieles, von dem ich noch nicht mal weiß, was es alles gibt. Es geht mir nicht mehr, es geht mir nicht um dieses Bondage SM, es geht mir viel mehr dahinter, was ich jetzt schon im Groben gesagt habe. Diese Zwänge, dieses Verstecken und diese Hilfe, die er sucht, die er dann in dieser Frau findet.
Das ist so das Faszinierende an der ganzen Geschichte und es ist auch mit Mimik und Gestik wirklich super umgesetzt, finde ich. Ja, die Folgefilme sind, wie gesagt, immer so ein ja, Bewertungspunkt schlechter geworden, meiner Meinung nach. Sind nicht alle auf dem gleichen Niveau geblieben und ich finde es trotzdem eine gelungene Trilogie. Ja, und das ist halt 50 Shades of Grey oder wie die anderen halt heißen. Ja, und als nächstes geht es um nicht nur einen Film, sondern zwei. Ich weiß, es gibt noch mehrere aus der Reihe, aber für mich persönlich hat es die nie gegeben, sondern nur die ersten beiden. Ja, es geht natürlich um Hostel 1 und 2. Und ja, da kann ich auch nur die Frontcover einblenden, das ist schon ziemlich hart. Dieser Film oder diese beiden Filme haben fast durchgehend einen gewissen Härtegrad, weil ich hatte es ja zu Anfangs erwähnt, brutale Filme, ja, es gibt da mal hier und da ein paar Szenen und dann ist der Film auch wieder so auf einem normalen Niveau. Der ist, diese beiden Filme, Hostel, sind fast durchgehend, würde ich sagen, auf sehr hohem Gewaltgrad und das hat einen gewissen Hintergrund und da möchte ich jetzt kurz in die Story einklinken. Und zwar geht es ja vordergründig um das Foltern von Menschen. Und zwar aus dem bestimmten Grund, es gibt ein gewisses Klientel oder einen kleinen Teil der Gesellschaft, der logischerweise viel Geld hat. Ärzte, reiche Leute, Politiker, was auch immer, die aus diversen Beweggründen Geld dafür zahlen, andere ohne rechtliche Verfolgung, ja, andere Menschen zu foltern und das findet an einem gewissen Ort statt. Es gibt ja bestimmte Leute, mit denen man in Kontakt tritt und das ist alles sehr anonym gehalten und dann so wenig Namen wie möglich und die können sich dann halt in diesen Folterräumen, das ist so eine riesige Anlage, in mehreren Zellen kann man so sagen, sich dann an diesen Menschen austoben, aus verschiedensten Gründen. Ein Arzt, der nicht mehr praktizieren kann oder kurz davor seine Profession zu verlieren, weil er eben zittrige Hände hat, an Tieren üben ist halt Blödsinn, also will er das an Menschen machen. Diese Menschen sind natürlich nicht freiwillig oder fast ausschließlich nicht freiwillig dort und ja, die haben verbundene Augen und treten dann ihrem Folterer gegenüber. Das ist alles sehr verstörend, muss ich im Vorfeld sagen, sehr explizit. Und es gibt es wohl angeblich wirklich, das basiert auf voraussichtlich wahren Begebenheiten, denn Eli Roth selbst hat es mal in einem Interview angesprochen, dass er wohl sowas auch im Dark Web gefunden hat. Und ich habe mal vor vielen Jahren eine Doku, einen Beitrag ja, gesehen, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen oder im Internet war, wo sowas angesprochen wurde, dass es im russischen Raum, wenn mich nicht alles täuscht, sowas wirklich gibt oder gegeben hat. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Und das ist dann schon, ja, man guckt da mit anderem Auge hin, wenn man weiß, es ist natürlich ein Film, klar. Aber es gibt wohl wirklich sowas, das ist um Gottes Willen, also ich weiß nicht, das ist dieses Weggucken und trotzdem interessiert sein. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann mir das auch nicht vollkommen geben, da hinzuschauen. Aber es hat irgendeine Faszination. Ich weiß es nicht, was es ist. Es ist jetzt auch kein Film, den man mal so eben mit der Familie schauen kann. Auf keinen Fall. Es hat irgendwas an sich. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist faszinierend. Es ist gruselig. Es ist abstoßend. Eklig. Aber auch irgendwo, ja, man hat es geschafft, ihn zu schauen oder so. So wie so eine kleine Mutprobe. Ich kann es nicht anders erklären. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich es euch näher bringen sollte. Es ist sehr starker Tobak. Ich würde es nicht unbedingt jedem empfehlen. Aber wenn es möglich ist, wenn ihr das durchhaltet, dann ja, schaut euch beide Filme an. Mit der Prämisse, wirklich sowas soll es angeblich gegeben haben. Oder gibt es noch? Ja, das wär's zu dem Thema brutalste Filme. Ja, machen wir nun weiter. Es sind ja noch viele Fragen offen und wir hatten hier gerade harte Kost diese Frage gehabt. Ich gehe mal jetzt hier ein Stück weiter hoch und wir kommen zur nächsten Frage. Alles nur Hype. Der überwertetste Film aller Zeiten ist, ja gut,
Ich würde sagen, Hereditary, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich finde den Film ziemlich überhyped, meine persönliche Meinung. Ich habe ihn natürlich gesehen. Er ist nur teilweise interessant für mich. Er fängt gut an, aber ich würde mal schätzen, so gegen der Hälfte des Filmes hat er irgendwie mich als Zuschauer schon fast verloren. Es wird dann immer skurriler, komischer und auch die Auflösung am Ende ist total hanebüchen und weiß ich nicht, zusammengesponnen, als wenn das schnell zu Ende gehen musste, wollte, sollte. Ist völlig zu Unrecht so hochgelobt, genauso wie der Babadook. Könnt ihr mal googeln, Babadook. Ich sag nur, ja, ihr könnt mal googeln, Babadook, schreiendes Kind oder nerviges Kind. Ja, das ist auch so ein Film, der ohne diesem Kind wahrscheinlich sehr gut geworden wäre, meiner Meinung nach. Aber das ist so verstörend, penetrant für mich, dieses Kind, dass ich mir das absolut nicht anschauen kann. Das ist zu übertrieben. Die Filme werden sehr gut gehandelt, sage ich mal, also nicht im Euro-Bereich, sondern im Kurs her, im Horror-Bereich sollen sie ja toll sein und bababab. Ich kann denen absolut nichts abgewinnen. Das sind eher Durchschnittsfilme, wenn nicht sogar meiner Meinung nach sehr unterdurchschnittlich. So, und weiter geht's. Schieben wir das Ganze wieder ein bisschen nach oben. So, die nächste Frage. Aktuell oder Retro? Siehst du hauptsächlich ältere Filme, wie zum Beispiel aus den 70ern oder 2000 aufsteigend, ja. Ja, ich gucke eigentlich durch die Bank weg fast alles. Ich habe auch alte Schwarz-Weiß-Filme und damit meine ich jetzt nicht Night of Living Dead, sondern auch Filme mit Audrey Hepburn, die ich sehr, sehr mag, mit in meiner Sammlung. Ich bin nicht abgeneigt, einen Film zu schauen, nur weil er in Schwarz-Weiß ist. Und ich würde sagen, das interessiert mich eigentlich wenig, in welcher Epoche der spielt. Da gibt es nichts, wo ich sage, meinetwegen 70er Jahre, um Gottes Willen, gucke ich mir nicht an, gibt es nicht. Es kommt auf die Art des Filmes an, worum es geht, speziell welches Genre oder die Handlung, welche Schauspieler. Es gibt da wesentlich wichtigere Faktoren für mich, wo ich sage, ja, diesen würde ich mir eben nicht anschauen oder die schaue ich mir am liebsten an. Das gibt es generell eigentlich so nicht. So, weiter geht's im Text, den ich nochmal kurz für euch hier hochschiebe. So, das wahre Grauen. Auf was kommt es bei einem guten und innovativen Horrorfilm wirklich an? Ja, das ist eine gute, aber auch gleichzeitig sehr, sehr schwere Frage. Ich würde sagen, Sympathie. Ganz einfach. Man muss dem Zuschauer dazu bringen, sehr viel Sympathie für einen der Hauptcharaktere oder am besten für alle der Hauptcharaktere eines Filmes aufzubringen, damit man mit ihnen leidet, damit man mit ihnen fühlt, damit man mit ihnen zusammen Angst hat, damit man es nachvollziehen kann. Das ist das Nächste, das muss auch realistisch sein, so dass man nachvollziehen kann, wie sich die Person gerade fühlt. Das erzeugt eine wirklich intensive Bindung. Und nur dadurch kann man meiner Meinung nach wirklich innovative, gute Horrorfilme machen. Denn nichts ist blödsinniger als irgendwelche billigen, blödsinnigen, dusseligen Jumpscares zu machen, wo man sich 5 Sekunden oder 3 Sekunden erschreckt. Und mehr hat der Film dann nicht zu bieten. Das ist so flach wie eine Toastbrotscheibe, die Handlung dann. Das brauche ich einfach nicht. Wenn was so vollkommen artfremd ist, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren oder hineinversetzen kann, fällt es mir als Zuschauer umso schwerer, nachvollziehen zu können, was da eigentlich jetzt passiert und wie bedrohlich das in Wirklichkeit sein könnte. Weil es ist ja irgendwo auch immer das Spiel mit dem Zuschauer und seinen Ängsten, sei es Klaustrophobie vor Tieren, vor Dingen, die man nicht verstehen kann, wie Geister oder irgendwelche Fabelwesen oder nicht zu wissen, wer ist jetzt der Böse. Zum Beispiel bei Werwölfen weiß man ja eigentlich nie sofort, wer der Werwolf ist. Es könnte quasi jeder sein oder sowas gut ausgedachtes wie The Thing. Also hier John Carpenter's The Thing ist ja ähnlich. Dann weiß man auch nicht sofort, wer ist jetzt der Bösewicht, wer ist jetzt das Monster.
Und wenn es denn kommt, dann muss es richtig ekelhaft sein. Man muss mit dieser Figur mitfiebern. Diese Verbindung vom Zuschauer zu den Charakteren, die ist enorm wichtig. Und das ist der größte Pluspunkt. Wenn man das geschafft hat, dann muss die Handlung noch halbwegs nachvollziehbar sein. Und dann funktioniert auch sowas wie Found Footage. Zum Beispiel Blair Witch Project damals hat mich wirklich gefesselt. Das war eine ganz andere Zeit, ganz klar. Man hat geglaubt, was da zu sehen war. Oder Trollhunter zum Beispiel. Das war auch so eine Art Prämisse. Es wurde eine gewisse Form von Realität etabliert und es war nachvollziehbar. Also für mich zumindest. Und dann treten da solche Wesen auf. Das hat schon einen gewissen Grusel. Und wenn man solche Effekte dann so, also nicht Effekte in Form von CGI, sondern Szenen, dass man Nachrichtensprecher, Sendungen und Fernsehkanäle mit einbindet und sowas, dass das so echt wie möglich aussieht. Das ist auch noch ein gruseliger Faktor. Je echter etwas wirkt und je echter die Prämisse dahinter ist, umso innovativer und fesselnder finde ich dann diesen Horrorfilm. Ja, und weiter geht's. Kommen wir zur nächsten Frage, die da lautet... Trommelwirbel. Zurück in die Zukunft. In welcher Zeitepoche hättest du gerne gelebt? Ja, das ist absolut schwer zu sagen. Ich weiß nicht, jedes Zeitalter hat irgendwie seine Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt das irgendwie abwägen könnte, müsste ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, ja, vielleicht im Mittelalter, das ist, hat so einen gewissen Reiz, aber... Genau beantworten kann ich die Frage an der Stelle nicht. Die Zukunft, da möchte ich gerne sein. Mal sehen, was da kommt. Und wenn mir das nicht gefällt, komme ich wieder zurück. Es ist schwer zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Nachteile bei besonders alten Zeitepochen, wie zum Beispiel dem Mittelalter. Aber ja, vielleicht Mittelalter, würde ich sagen. Und auf geht's zur nächsten Frage. Und ja, ich glaube, die ist relativ schnell beantwortet. Hosen runter. Zeig deinen schlechtesten Film oder sag mir, was der schlechteste Film war, den du jemals angeschaut hast. Es gibt einige Filme, die ich wirklich total dämlich fand. Und mir fällt als allererstes ein, der Film, der heißt wirklich so, ich saug mir das nicht aus dem Finger, der heißt Verpiss dich Schneewittchen. Das ist mit diesem Comedian da mit den langen Haaren, ich komme jetzt nicht auf sein, Bülent Ceylan heißt der, glaube ich. Ja, ja, gesehen, gelacht, gelöst, zum Glück nur ausgeliehen vom Kumpel. Also entschuldigt bitte den Ausdruck, was für eine gequirlte Hämorrhoiden-Scheiße. Aber wirklich, Mann, der Film ist von bis hinten totale Grütze, das ist sowas, den hätte man sich auch rückwärts auf dem Kopf durchs Aquarium angucken können, dann wäre er genauso schwachsinnig gewesen, wie ich ihn gesehen habe, also wirklich, nee. So, und auf zur nächsten Frage, und die da lautet, Prachtstück, zeig mir deine teuerste Edition aus deiner Sammlung. Ja, das müsste theoretisch die Captain Future Box sein. Ich werde einen ganz kurzen Cut machen und die dann mal kurz in einem Mini-Unboxing mal kurz reinhalten in die Kamera. Wer das Ganze ausführlicher gerne sehen möchte, es gibt natürlich auf meinem Kanal ein entsprechendes Unboxing-Video dazu. Dann einfach mal in die Infobox schauen, wenn ich das nicht vergesse zu verlinken. Ansonsten schaut einfach auf meinem Kanal nach, da findet ihr das Video dazu. Ja, dann wären wir bei der nächsten Frage angekommen, die da lautet... Krösus, wie viel würdest du maximal für eine Filmedition ausgeben? Ja, das kommt wirklich drauf an. Also ich bin jetzt nicht so abgedreht, dass ich sage, ich gebe, was weiß ich, 300 Euro für irgendein Steelbook meinetwegen aus, was schon lange ausverkauft ist, nur damit ich es endlich in meiner Sammlung habe. Ich bleibe da schon auf dem Teppich, wie man so schön sagt, und versuche das zu einem... Ja, für mich in meinem kleinen Verstand vertretbaren Preis zu erwerben. Und es gibt gewisse Grenzen und ich sehe es nicht ein, überteuerte Preise zu bezahlen. Und ja, ich habe auch schon 100 noch was Euro für ein Steelbook bezahlt, aber das war es mir dann im Endeffekt wirklich wert. Aber das sind wirklich extreme Ausnahmen. Ich weiß es nicht. Also
300 Euro bestimmt nicht. Ja, ich schätze mal so um die 100 Euro, 100 bis 150 Euro wäre so mal eine Grenze, weil alles andere ist einfach das Geld nicht wert. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil man sieht es an diesen ganzen Figuren-Dingern, die dann schon 200 Euro und mehr kosten und dann nach einem halben oder Vierteljahr dann total verramscht werden. Das ist, ja, würde ich sagen, so 150 Euro vielleicht. Nagelt mich jetzt nicht auf einen genauen Zehner fest, aber so um die Preisklasse würde ich sagen. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Frage. Und die da lautet 1, 2, Freddy kommt vorbei. Hast du schon mal einen Film von einem Film Albträume gehabt? Uff, das ist schwer zu sagen, weil das ist immer so, man hat den mal gehabt und am nächsten Tag weiß man schon fast nichts mehr danach. Geschweige denn der übernächste Tag ist das Ganze gelöscht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube Theater Macabre oder, ach nee, Bloodsucking Freaks heißt das ja. Ich glaube, da hatte ich auch eine schlaflose Nacht gehabt. Wie gesagt, während des Schauens dieses Filmes war mir schon nicht wohl dabei. Und ich glaube, das wäre so ein Film gewesen. Alle anderen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Es tut mir wirklich leid. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Frage, die da lautet. Zum ersten und zum zweiten und zum dritten. Ab welchem Gebot wärest du bereit, deine Sammlung zu verkaufen? Ich würde meine Sammlung nicht verkaufen. Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen Grund, warum ich das tun sollte. Und ich nehme mal auch an, dass die Intention hinter dieser Frage eher ist, dass man die Sammlung verkauft und nicht mit diesem Geld dann die wieder beschafft. Ja, aus der Perspektive gesehen würde ich sagen, kein Geld der Welt. Ja, weil es wäre einfach schwachsinnig. Sonst würde ich sagen, was weiß ich, 1 Million, dann könnte ich mir meine Sammlung ja locker 2, 3, 5, 10 Mal wieder nachkaufen. Weil, wenn ich jetzt jemanden 500 Euro für ein Steelbook biete, der würde mir definitiv das Ding verkaufen. Oder 1000 Euro, ja, da gibt es, denke ich mal, keinen, der dann sagt, ach nö, das ist mir zu günstig. Ja, aber, ja gut, ich habe es mehr oder weniger damit schon beantwortet, ich würde sie eigentlich nicht verkaufen wollen. Ja, kommen wir nun zu einer Frage, die etwas merkwürdig ist, nämlich Kleider machen Leute. Welchen Kleidungsstil bevorzugst du in einem Horrorfilm? 70er, 80er, die Sprache lässt schon nach, oder ist dir das egal? Ja, im Prinzip ist es mir eigentlich egal, solange nicht der Mörder mit einer riesen Afro-Perücke rumrennt und mega Schlaghosen und 20 cm Plateauschuhen. Das fände ich dann schon ziemlich skurril und blöd. Aber ich denke mal, darauf zielt die Frage nicht ab. Und so würde ich generell ja mich jetzt nicht unbedingt festlegen. Es ist mir relativ egal. So, weiter geht's. Nächste Frage. Die ist etwas merkwürdig, finde ich, aber naja. Entweder oder. Wenn du in einem Horrorfilm mitspielen könntest, wärst du gern der Killer oder das Opfer? Ich würde sagen eher Killer, weil Opfer, denen geht es meistens nicht so gut. Wobei der Killer wiederum in den meisten Filmen am Ende umgebracht wird, verhaftet wird oder was auch immer. Ja, vielleicht der Killer, wenn es ein Film ist, der ein Happy End für einen Killer hat. So würde ich die Frage damit beantworten. So, das müsste jetzt die letzte Frage sein, die da lautet, nur für Erwachsene. Noch ein bisschen höher. So, nur für Erwachsene. Pornoszenen in Horrorfilmen, ja oder nein? Uff, ich würde sagen nein, weil die passen irgendwie da nicht so rein. Ich könnte es mir jedenfalls nicht vorstellen, da Pornoszenen mit reinzumachen. Ich weiß es nicht. Wenn es mal so ganz kurze Nacktszenen sind, wo so zwei korpulierende Menschen sind, ja, von mir aus aber nicht, dass es wirklich mit der Kamera stundenlang draufgehalten, gefilmt wird. Es gibt ja bei Freitag der 13. oder wie sie alle heißen, die ganzen Slasher-Dinger sind ja meistens Teenager, die da munter und fröhlich sich einen abstöhnen und beim Akt erstochen werden und so weiter. Passt eigentlich so mehr in das Klischee rein, aber dann sieht man wenig, ja? Und ich bräuchte es nicht,
um da mal einen Punkt zu setzen. Ich bräuchte es nicht. Nein. Ja, und dann wären wir auch schon wieder am Ende angelangt dieses Tech-Videos. Was heißt schon? Das ging jetzt eine ganze Ecke. Ich muss jetzt alles noch wunderschön zusammenschneiden. Viel Spaß. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein wenig Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht einen besseren Einblick in meine Psyche bekommen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Es waren durchwachsene Fragen. Einige konnte ich leider nicht beantworten. Andere haben mich wirklich zum Nachdenken angeregt und es waren auch sehr viele interessante Fragen mit dabei. Und natürlich danke ich dem lieben Robert dafür, dass er mich getaggt hat an der Stelle. Und sein Kanal wird selbstverständlich unten in der Infobox im Video und überall, wo ich es hinbekomme, dann verlinkt werden, ganz klar. Und ich muss natürlich noch ein paar Leute taggen. Ich werde mir dafür noch ein paar Tage Zeit nehmen und das dann hier noch ranschneiden an das Video. Ansonsten, wie gehabt, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert auch bitte unbedingt die Glocke, um auch über zukünftige Videos hier auf diesem Kanal benachrichtigt zu werden. Ansonsten, wie gesagt, viel Spaß noch hier auf meinem Kanal. Ja, euer MovieFan 1982 ist raus aus dem Video und ich blende jetzt gleich noch die fröhlichen Gewinner ein, die ich jetzt noch taggen werde. Also macht's gut, ciao, ciao.